So, hallo, wir machen weiter. Bei Portal habe ich vor 15 Minuten gesagt und dachte mir so, yeah, letzte Kammer aufnehmen, nicht letzte Kammer, sondern letzte Prüfung aufnehmen. Jetzt wird's bestimmt noch mal richtig krass mit Rätseln und so. Nach Testkammer 25 kommt dann ja so das echte Finale. Ja, da ist es schon wieder vorbei, ne? Deswegen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Isaac. Wir nehmen eine Runde Isaac auf. Ich bin gerade etwas irritiert, dass Portal so schnell zu Ende war. Aber gut, dann ist Kammer 25 eben die letzte Kammer gewesen. Okay, ist okay, ich habe da gar kein Problem mit. Es hat sich nicht jetzt wirklich wie ein richtiges, echtes Ende angefühlt. Aber wie gesagt, es ist in Ordnung. So, wir machen weiter bei Challenges. Letztes Mal haben wir April's Fool gemacht. Genau. Ne, ach, hier, genau, hier, April's Fool. Jetzt probieren wir es mal mit Onan's Streak. Das ist eine schwierige Challenge. Ich habe es schon mal gezeigt. Das Problem bei Onan's Streak ist das, dass wenn man getroffen wird, nee, Quatsch, wenn man daneben schießt, dann passiert das. Na? Also, du darfst, wenn du schießt, nicht daneben schießen. Du kannst das Ding aufladen, dann ist es stärker. Also, du hast wirklich starken Damage. Gar keine Frage. Aber du darfst nicht daneben schießen. Das Ziel muss also sein, möglichst viel Energie zu bekommen. Ihr seht, wir starten mit einem Herzen. Das Ziel muss auch sein, gut zu treffen. Das Gute ist, dass es Items gibt. Das Schlechte ist, wir müssen bis Isaac spielen, das heißt bis zur Kathedrale. Ich muss mich jetzt also erstmal auf ein brauchbares Item. Oh, ich weiß gar nicht, ob der Double Shot jetzt gut ist, weil wenn dann eins davon Double Shots daneben geht, ob das dann schon scheiße ist oder ob es reicht, wenn einer von beiden trifft. Müssten wir gleich mal testen. Der eine trifft, der andere nicht. Okay. Das heißt, Items, die meine Tiers erweitern, sodass ich mehrfach schieße, sind schlecht. Piercing-Shots sind bestimmt noch schlechter. Der geht jetzt durch den Gegner durch. Gilt das dann als. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Jetzt muss ich ja schießen. Ach, Piercing ist durch Gegenstände durch, ne? Ah, Piercing ist durch Gegenstände. Oder ist Piercing durch Gegner und Feuer ist nicht als Ge Feuer zählt nicht als Gegner? Kann es sein? Wir werden es gleich wissen, wenn ich mal einen Gegner hätte. Ein Gegner haben es mir nicht vergönnt. Wir werden es nicht wissen, weil ich es verkackt habe, es zu testen. Stabil. Jo, dann ist ein Stachelraumstart auch komplett kacke, weil ich ja nur ein Herz habe. Na, wenn hier jetzt nicht was Brauchbares rauskommt und ich nicht auf irgendeine Art und Weise mein Herz zurückbekomme oder daneben schieße, dann war es das schon. Okay. Na, das ist auch natürlich jetzt das Allerbeste. Was will ich? Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Okay. Okay, da kommen wir eh nicht ran. Oder geht das? Kann man da durch die Stacheln? Ich glaube, wenn da Stein ist, kann man da nicht durchgehen, ne? Nee. Kein Itemraum. Der schießt jetzt auch, oder? Oh, der schießt sogar auch sowas. Der hat auch Aufladkram. Okay, seine Schüsse, sehr gut. Seine Schüsse sind davon nicht betroffen. Ich kann jetzt also mehrfach schießen.
Und interessant ist nur, also wichtig ist nur, dass ich treffe. Er kann daneben schießen, wohin er will. Ich habe nicht getroffen. Oh nein. Oh. Gott. Welche Items helfen in dieser Challenge? Das ist jetzt wirklich so eine Sache. Toxic Breath, was ist das denn? Oh, okay, solange ich, wenn ich schieße, habe ich so eine Aura um mich rum. Aha. Kann ich mit der Aura alleine Schaden machen? Ja, ich kann die vergiften. Ich mache keinen richtigen Schaden mit der Aura. Ich weiß, wie man die Challenge am besten macht. Indem man sich ein Item holt, wie die rote Kerze. Und mit einem Item wie der roten Kerze kann ich am Ende nur mit der Kerze angreifen. Ich muss mir eine Alternative suchen. Ich muss mir eine Alternative zu den Tieren suchen. Das ist das, was ich brauche. Ich brauche eine Alternative zu den Tieren. Oh Gott. Nice. Und ich brauche halt viel Energie. Na? Also, das ist klar. So, komm mal hier rüber. Spreng mal noch die Bombe frei, bitte. Und irgendwelche dämlichen Spinnen. Komm halt hierher. Ich will die Bombe haben. Ich habe hier einen blauen Stein. Ich will die Bombe haben. Dankeschön. Zu gütig von dir. Danke für deine Kooperation. Wo war der Stein? In einem anderen Rand scheinbar war der Stein. Ja, ist auch in Ordnung. Ja, ist auch in Ordnung. Dann war der Stein in einem anderen Rand. Okay. Einbildung ist auch eine Bildung. Nein, 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 nein. Oh, ja, nice. HP ab brauchen wir ganz dringend. So. Da der Item, der Geheimraum schon da oben war, brauche ich hier gar nicht rumsprengen. Ich könnte den anderen noch suchen, aber den lassen wir jetzt. Dafür gibt es gerade zu viele Möglichkeiten, nämlich zwei. Das sind zu viele bei einer Bombe. Okay, let's try it. Na, wie gesagt, wir machen schön Schaden. Durch das... Nee! Nee! Durch das Buch machen wir schön Schaden und durch die Aufladung. Oh, das ist auch sehr nice. Das ist sehr, sehr gut und jetzt haben wir einen HP-Container mehr. Okay, bisher guter Start. Guter Start vor allem wegen der Energie. Die Energie ist halt brutal wichtig. Und ich muss jetzt darauf achten, dass ich meine Taste gedrückt halte, weil ich bin schon am Aufladen, sonst lässt er den einfach los. Und dann trifft er den, das wäre dann doof. Okay, das ist sehr gut, aber das bringt uns im Moment nichts, weil wir ja blaue Herzen haben. Ich muss ganz dringend, ich muss Münzen sammeln und dann muss ich hoffen, dass es im Shop die Flamme gibt. Und dann kämpfe ich mit der Flamme. Das wäre jetzt im Moment mein Ziel. Mit den blauen Herzen könnte ich jetzt natürlich versuchen, hier reinzugehen und gucken. Aber es ist fast ein bisschen riskant, ne? Das war es nicht mal wert. Muss ich erstmal rauskommen? Ja! Ohne mehr Schaden zu nehmen. Ah, ich hasse dich.
Das war es überhaupt nicht wert. Hat jetzt böse blaue Herzen gezogen. Aber ich wollte es ja wissen, ne? Also selber schuld, kein Mitleid. Oh, zum Glück ist der ins Feuer rein. Der Schuss. Okay. Okay. Puh. So, jetzt können wir mal testen. Der dürfte mich ja so nicht treffen. Ja, ich kann ihm theoretisch Schaden machen. Wir haben noch keinen Schlüssel. Das ist natürlich nicht gut. Wir brauchen dringend einen Schlüssel. Bomben sind okay, aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Wenn jetzt kein Schlüssel kommt, kriege ich den Itemraum nicht. Okay, aber ich bekomme die Möglichkeit, den Geheimraum zu sprengen. Ist ja auch was. Okay. Was für Zeug droppt der Kollege jetzt? Also vorher würde ich jetzt erstmal den anderen Geheimraum suchen, aber dann könnten wir bei ihm mal Bomben dealen. Wir haben noch nie rausgefunden, was er jetzt mir gibt, wenn ich ihm Bomben gebe. Du gehst kurz nach den Steinen. Die Steine sehen recht normal aus. Okay. Gut, der Geheimraum. Ja. Müsste ziemlich sicher hier sein. You what? Okay. Dann ist es nicht mehr so sicher, wo er sein könnte. Ist jetzt blöd. Naja, wobei... Ja, okay. Wenn ich in dem Raum gewesen wäre, hätte ich gewusst, ich hätte es ausschließen können. Scheiße. Dann kann er ja nur da sein. Ja. Ja. Dann kann er ja nur da sein. Dann ist er irgendwo, wo er normalerweise nicht hingehört. Scheiße. Okay, jetzt mit 4 Bomben dealen ist er wahrscheinlich auch wieder Schwachsinn. Weil der in 4 Bomben bestimmt nicht loslegen wird. Mit seinem Kram. Ja Mist, wir kriegen den Itemraum auf der Ebene nicht. Ich kann es leider nicht ändern. Wir kriegen den Itemraum nicht. Müssen wir das mit dem Boss schaffen. Nee, mach das mal nicht. Alter. Ciao. Apirp ist natürlich nice. Satanraum. Bin ich mir unschlüssig, ob der so nice ist. Ich würde lieber jetzt nichts im Satan-Deal nehmen und dann auf dem Engelraum in der nächsten Ebene hoffen. Problem ist, ich habe keine blauen Herzen mehr. Ich dürfte jetzt nicht getroffen werden. Aber das Einzige, was da jetzt positiv drin sein könnte, wären rote Kisten. Aber in dem Moment, wo ich den betrete, ist meine Engel-Deal-Chance wieder weg. Kann der Typ mir Schlüssel droppen, wenn ich ihm jetzt 5 Bomben gebe? 4 Bomben. Wir probieren es mal aus. Ich weiß es nicht. Er gibt mir Geld. Ja, das war's komplett. 3 Münzen für 4 Bomben.
Ganz schlechter Deal. Ganz schlechter Deal. Okay. Jetzt haben wir keine Bomben mehr. Ich werde gleich schreien, dass ich Bomben gebraucht hätte. Ich werde gleich schreien, ich brauche eine Bombe. Na gut, erstmal schreie ich, ich brauche einen Schlüssel. Oh, yes. Okay, was war das für ein Ding? Ach, Damage ab. Ja, gut, nehmen wir mit. Hat der Damage gerade meine Aura vergrößert? Steigt mit dem Damage die Aura von dem Ding? Von dem Gift? Oder sah das nur so aus? Range up, Lockdown. Okay. Kann ich mitarbeiten? So far, so good. Hier ist nix. Okay. Oh, jetzt sind die frei. Ah, ich wollte gerade sagen, jetzt sind die frei. Das ist jetzt natürlich dumm für den Treffer. Das war ein sehr übler... Nein! Das war ein sehr ungünstiger Treffer. Oh, ich dachte, ich treffe nicht mehr. Leider kein Schlüssel mehr. Ah ja, die war böse knapp. Das ist jetzt nicht gut energietechnisch. Auf irgendwelche Kacke zu spawnen. Nee! Geh drauf jetzt. Okay, den Rest erledigen wir so. Cube of Meat. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. So eine Scheiße, ich kann wieder nichts machen. Na gut, weiter im Programm. Ich habe auch kein Herz hier rumliegen noch, ne? Nee. Nicht gut, nicht gut. Der Anfang war am besten bisher von diesem One. Danach ging es ziemlich bergab. Also was in dem One im Prinzip genauso wichtig ist, ist... Verdammt nochmal Schlüssel holen. Schlüssel sind super duper wichtig. Mach mal so. Da gehe ich lieber nicht zu nah ran. Andersrum, da gehe ich lieber nah ran. Bei den Kleinen geht das auch ganz gut. Ja, das... Also dieser Nahkampf ist schon... Ja, das war dumm. Gar nicht so blöd, wollte ich gerade sagen, aber da habe ich dann wieder verkackt. In dem Moment. So, wir haben noch keinen Schlüssel, wir wollen aber auch nicht in den Shop im Moment. Achso, wir könnten hier mal kurz vorsichtig die Häufchen entfernen. Ah, ja, genau, für sowas. Gut. Die war böse. Nein, da, ich hab nicht gesehen, dass da ein Stein vor mir ist. Ach, Kacke. Nein!
Ach, Kacke. Jetzt habe ich ein fettes Problem. Das war's wieder komplett. Ah, ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich kann trotzdem hier reingehen. Denn es könnte ja hier 9 Lives drin sein. Und dann habe ich einfach 9 Leben. Und da ich eh nur ein Herz habe, ändert das nichts. Bevor also jemand meckert, ist sehr gut, ich gehe ja hier rein. Ja, oder sowas. Das, ja, also ich sollte auch Stachelräume besuchen. Ich hab's zurückgenommen. Zieht eure Kommentare zurück, die ihr schon geschrieben habt. Ich gehe in den Stachelraum ja rein. Ist ja gut. Ich hab's ja verstanden. Ach ja, der zieht mir ein ganzes Herz ab. Aber ja, Stachelräume können natürlich auch entsprechend positiv sein. Jetzt habe ich noch keinen Verlust im Prinzip. Ich bin so oder so, habe ich mit einem Hit, bin ich begehrt. Okay, ich habe hier einen blauen Stein, das ist schon mal gut. Wenn ich jetzt noch eine Bombe... Okay, die Bombe ist auch gut. Problem, ich hätte gern 2 Bomben. Seht ihr, in dem Raum ist auch ein blauer Stein. Natürlich seht ihr das. Ihr seid ja kein Conan. Ihr seht blaue Steine. So, welchen Stein wählen wir? Wir wählen den hier. Der sieht mir sympathischer aus. Er war auf jeden Fall schon mal sympathisch. Man kann sich unter... Grundsätzlich keine schlechte Sache. Aber... Ist der, hat jetzt auch den Tränen-Effekt? Also muss ich mit dem jetzt auch treffen? Oder kann ich mit dem auch dann nebenziehen? Ja, nee, und dann schieße ich nachher noch. Okay, schlechte Kombination. Nee. Wirklich eine ganz, ganz schlechte Kombination. Wir nehmen das wieder mit. Also grundsätzlich ein geiles Item. Will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber in dem Fall, wie gesagt, eine furchtbare Kombination. Und deswegen nicht brauchbar. Dieses Ding, wo ich rerollen kann, das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Da kann ich nämlich... Ja. Dann habe ich nämlich Chancen auf bessere Items. Oder schlechtere. Wahlweise. Beides ist möglich. Wir werden es auf jeden Fall gleich wissen. Nein, wenn ich nicht nochmal daneben schießen würde. Nein! 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 Ja, das ist natürlich jetzt geil. Dieses Item werde ich sofort rerollen. Ich konnte es nicht mehr aufladen, es hat die Schokoladenmilch überschrieben und dann sind es eh lauter Tiers, die daneben gehen. Bestes Item. Fragezeichen Items, beste Items. Ach, verdammt. Das ist so ein geiles Item, aber jetzt nützt mir das echt wenig. Das ist so ein geniales Item. Damit bin ich vor Explosionen sicher. Es ist so ein geniales... Ach Mann, ich könnte schon wieder... Ne?
Könnte ich schon wieder hier. Ich meine, es ist gut, es ist in Ordnung. Wir nehmen es mit, aber es nützt mir halt im Moment nicht. Ja, okay, Schlüssel mitnehmen ist auch super. Schlüssel dabei haben ist schon mal super. Das sichert mir zumindest schon mal das nächste Item. So. Wir werden jetzt hier keinen Geheimraum suchen, wir gehen weiter. Hast meinen Hut vergessen? Zum Glück gehen halt die Bosse schnell, so das ist das Ding. Na, die... Ist das diese Stabilisierungsspritze, die irgendwie alles durcheinander bringt? Ich lass die lieber liegen. Die kann gerne hier bleiben, die Spritze. Bin ich ganz ehrlich. Eines der wenigen Boss-Items, das ich lieber liegen lasse. Okay. Nein! Ja, blöd schon wieder. Echt blöd schon wieder jetzt hier. Oh Gott, so viele Gegner. Oh nein. Ich werde so oft daneben schießen. Ja gut, ich kann nur einmal daneben schießen. Cool. Also dann warte ich, bis er seine Fliegen spawnt. Dann sollen die Fliegen die erledigen, ganz ehrlich. Komm hier, Fliege, mach dein Ding. Sehr schön. Wir haben ja Zeit, so ist nicht. Wir haben Zeit. Ich sehe keinen komischen Stein. Schade. Sehr schade. Da soll erst mal die... Ja, der one-hitted die. Sehr gut. Komm, mach da oben hin. Geh hin, geh hin. Sehr schön. Er one-hitted die einfach. Perfekt. Oh, wenn ich jetzt fliegen könnte, ne? Dann hätte ich ein Item, wo ich jetzt gerade gar nicht weiß, was es tut, aber es sieht okay aus. Hauptsache haben. Jo, ciao! Da stand ich zum Glück sicher. Und da kriege ich mein halbes Herz zurück. Das ist doch was. Ja, dann ab zum Boss. Nice. Nice. AP ab. Tears up, Shot Speed down, alles egal. HP up ist dabei. Okay. Wir gehen noch kurz in den anderen Raum da unten rein. Und hoffen, dass wir uns hier nicht irgendwann treffen lassen. Das wäre doof. Aber die Chance, dass ich in dem Raum einen Schlüssel kriege, ist halt nicht null. Und entsprechend würde ich das gerne ausprobieren. Ich denke jetzt auch nicht, dass der Raum jetzt mich so weit killen würde. Ja, das war schon mal ein nutzloser Raum. Ja, das könnte ganz gut sein. Weil den erledigen ist er auf jeden Fall nicht. Fliege hat ihn vor mir getroffen. Ist ja gut, dass die Fliege mitarbeitet. Aber nicht so. Ach, come on. Ja, okay. Es hat ein halbes Herz gekostet, dass wir zurückgelaufen sind. Ein halbes blaues Herz ist. Ist ärgerlich, aber es hätte schlimmer kommen können. Aber es hätte schlimmer kommen können. Sind wir mal ehrlich. Es ist okay. Es ist okay. Man kann damit arbeiten. Aber ich muss dran denken, dass ich muss ein bisschen auf die Fliege achten, dass die nicht mir meine Gegner wegnimmt. Wait, was? Was hat mich jetzt getroffen? Habe ich versehentlich zweimal geschossen? Ich weiß es nicht. Come on! Okay, dann soll die Fliege die erledigen. Ganz ehrlich, dann soll die Fliege die machen. Ich habe keinen Bock. Soll die Fliege das machen? Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Ist okay. Kein Problem. Oh Gott sei Dank kriege ich das Herz wieder. Das hier drüben hätte ich zwar auch gerne, aber da komme ich nicht ran. Okay, Fliege. Mach dein Ding. Mach dein Ding. Ich werde den Teufel tun und hier selber schießen. Und da ist der Shop. Wir haben keinen Schlüssel, das ist das Problem.
Wir haben genug Geld, wenn da eine Flamme wäre. Wäre das gut? Leider war da noch keine. Hier geht die Fliege bis darüber. Nein, aber ich treffe bis dahin. Die Reichweite reicht nicht. Du willst mich verarschen. Ich... Okay. Das war kein guter Kampf. Das ist jetzt auch ne... Schade. Hätte gern gewusst, wie der Run weitergeht. Wir werden es leider nicht erfahren. Was machst du? Ugatiers. Weiß nicht, ob das gut klingt. Da haben die einfach nur irgendeinen Effekt jetzt mit drauf. Es klang so nach Sinus, macht so eine Welle oder so, aber okay. Macht keine Welle. Weiß nicht, was die Bugatiers machen. Wir haben sie. Wir haben sie. Alter, dieser Raum. Wir werden nicht erfahren, was die Bugatiers machen. Schade. Ach. Gut Augen aufgemacht. Ich hasse das. Wenn ich ihn auflade, dann lasse ich los, weil ich geportet werde, weil ich erschrecke. Ich muss die Taste gedrückt halten oder ich darf halt noch nicht schießen. Mensch, das hätte jetzt ein guter Raum sein können und ich habe es verkackt. Ärgerliche Momente. So. Ei. Mach Boom. Okay, kriegen wir es hin, dass die hier Boom macht? Wenn sie wiederkommt, kommt die wieder? Oder muss ich den Raum erst schaffen? Dass... Ah, da ist sie wieder. Nein! Oh, das war zu bald, aber ich krieg eine Bombe. Bombe ist ja auch ganz nett. Yo, Damage up. Wir haben leider noch keinen Schlüssel. Mach mal vorsichtig dieses Feuer hier weg. Fällt mir nicht. Die anderen sind okay. Ah, ein Schlüssel wäre jetzt... Hatte der Shop einen Schlüssel? Hatte der Shop einen Schlüssel? Shoppy, Shoppy, hattest du Schlüssel? Ja. Gib mir. Wehe ist nicht gut. Wehe ist nicht gut. Wehe. Ist sehr gut. Sehr guter Deal. Lol. Sehr guter Deal. So. Oh Gott. Gefährlich, 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 gefährlich. Treffer. So, und die Kleinen da sind eigentlich relativ kontrollierbar. Gut. Okay, du kannst explodieren gerne. So. Dann weiter im Programm. Ich würde ja gerne... Ja, 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 mach da drüben Bumm. Schade. Na gut. Dann spreng ich selbst mir hier den Geheimgang frei. Dann ist da keiner. Okay. Ist okay. Dann ist er hier. Ach, leck mich doch. Zwei Bomben wieder verschwendet. Okay. Jo, die...
Dings hat geregelt. Damage und Range up. Nice Sache. Und jetzt habe ich meine Bombe nicht mehr für den Stein. Ich könnte schon wieder übeln. Hatte der Shop eine Bombe? Wenn ja, hole ich sie mir. Hatte der Shop noch eine Bombe? Dass ich zwei Bomben für den Geheimraum geopfert habe und dann ist im Boss einfach... Ach, scheiße. Schade. Das hätten blaue Herzen sein können. Ach, Mann. Aber wir haben einen Schlüssel für den nächsten Itemraum. Das ist auch eine gute Sache. Gucken wir, wie es weiterläuft. Alter! In dem Raum mit so vielen Gegnern schaffe ich es wirklich zu verfehlen, ne? Zweimal. So, jetzt haben wir wieder eine Bombe. Was ist hier drin? Müsste man halt jetzt schon machen. Ist ein HP ab. Ne? Ist ein HP ab. Muss ich rein. Aber erst nach dem... Ach so, das geht wegen einem Herzen, ne? Ja, ich muss jetzt rein. Nein! So, noch ein Boss. Wer kommt jetzt? Großer Boss. Sehr schön. Sehr schön. Und die Kollegin da oben erledigen wir auch noch. Gut. Guter Deal. Guter Deal. Gut gemacht. Die gucke ich kurz nach. Die gucke ich kurz nach. Ich habe gerade Bedenken, dass das irgendwas Blödes ist. Ist es die Milch? Ich glaube, es ist die Milch. Was macht die Milch? Macht die einfach nur Tiers ab? Tiersab würde mir nicht mal was nützen jetzt gerade. Ist auf jeden Fall ein altes Item. Ja. Es ist die Zoe Milk. Hohes Tiersab, starkes Damage Down, größere Tiersize. Ich weiß nicht, ob das für die Runde gut ist, weil nicht, dass mir das den Aufladeeffekt wegnimmt und so weiter. Ich würde jetzt lieber mal die das würde ich jetzt echt lieber nicht mitnehmen. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Nehme ich jetzt lieber... Ich kann sein, dass ich die falsche Entscheidung treffe. Aber der Damage Down ist halt auch nicht geil, ne? Es wäre halt nur geil, wenn man schnell schießen will, wegen Tiers ab. Und ich würde wahrscheinlich schneller aufladen. Ich glaube, das geht dann aufs Aufladen. Aber der Damage ist dann halt... Nee. Ich kann gerade... Das ist ja das Ding. Gerade mit dem... Lauerstein. Zwei Schlüssel. Nice. Gerade mit dem starken Damage, den wir jetzt haben. Gerade mit diesem starken Damage. Nice. Hippie Bombs, okay. Gerade mit dem starken Damage... haben wir eigentlich mehr Chancen, was zu reißen. Und das ist gerade die Möglichkeit, wie man hier punkten kann in dieser Challenge. Üpp! Du blödes Drecksvieh, Alter. Okay, sie regelt nicht. Ich muss regeln. Ich habe geregelt. Noch ein Schlüssel. Also definitiv Shop besuchen, wenn wir ihn finden. Oh, ich sehe da was. Okay, da muss die Dings rein. Nein! Ich muss warten, bis die wiederkommt. Die musste sprengen. Ich muss warten, bis die wiederkommt. Ich erledige dabei schon mal ein paar Kothaufen. Und jetzt rein in den Stein. Rein in die Masse. Hol dir den Stein. Yes! Nice. Very, very good.
So, komm her, Kollege. Okay, ciao. Sehr schön. Dann haben wir jetzt eine Chance für hier den Geheimraum. Nice. Guter Geheimraum. Überleg kurz, soll ich... Ich würde mal zwei Bomben opfern. Gutes Trinket. Hoffentlich gute Pille. Jo. Eine Bombe opfern wir noch. Okay. Die war nutzlos. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. So, Shop. Wir haben drei Schlüssel, wir gehen erst in den Shop. Oh, die Dinger an der Wand interessieren mich nicht weit. Ich muss erstmal die Spinne loswerden, dann ist alles cool. Weil die an der Wand, die gehen ja direkt auf mich drauf. Da kann ich einfach runterschießen. Passt. Bücherei. Okay, so stopp, 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 stopp. Big Stopp. Normalerweise würde ich jetzt sagen, Bücherei, nice. Wir werden zum Bücherwurm. Wir haben schon ein Buch. Wir setzen zwei weitere Bücher ein. Wir werden zum Bücherwurm. Problem. Wenn wir Bücherwurm sind, schießen wir manchmal doppelt. Wenn wir doppelt schießen, geht manchmal ein Schuss daneben. Versteht ihr? Kann ich nicht machen. Nice, er hat den Geheimraum freigelegt, in dem ich schon drin war. Null. Okay. Okay, das blaue Herz nehme ich mit. Auch dafür ist der Shop natürlich gut. Aber ansonsten ist da jetzt kein Item, was mir was nützen würde. Ich heb mal noch hier, ne? Ich könnte jetzt auch noch den Sack mitnehmen, aber ich heb mir das mal noch auf. So für den Fall der Fälle. Okay, gehen wir hier wieder zurück. Und dann passt die Geschichte. Und tschüss. Satan-Deal. Aber ich gehe wieder auf den Angel-Deal. Der Angel-Deal sollte diesmal recht gut möglich sein. Wir haben noch zwei blaue Herzen. Hasse diese Dinger. Ja, genau euch. Weg mit dir. Verstehe ich. Schlüssel. Schlüssel ist gut. Damage ist halt auch. No, ich dachte, ich verfehle. Damage ist halt auch echt gut, ne? Muss man mal sagen, okay? In Ordnung. Mach das ruhig, wenn es dir Spaß macht. Kein Schalter zum Drücken, dann lassen wir das. Da drüben ist der Challenge-Raum, der ist offen und drin ist... Ha, es reizt halt leider schon, ne? Eine noch. Weh, die Pillen sind nicht gut. Ich weiß, ihr schreit jetzt gleich, wenn ich die Pillen einsetze. Ihr sagt so, nee, schätzt die Pillen nicht ein, du weißt nicht, was sie machen. Und ich sag so, ich habe aber Neugier. Okay. Ja, kann man verkraften. Nichts Gutes. Na gut, insgesamt, ja, okay, insgesamt habe ich jetzt... Ich habe Münzen gewonnen. Ich versuche immer was Positives zu finden. Geht's noch nicht in den großen Raum. Ich hoffe, dass ich den Shop oder das andere vorher finde. Hier drüben vielleicht. Ja, moin. Können wir erstmal die Fässer erledigen? Die gefallen mir nämlich nicht.
war blöd. Okay. Er regelt wieder. Das Gute ist, dass die halt ein festes Bewegungsmuster haben. Also ich kann exakt abschätzen, wohin ich schießen muss. Ich kann faktisch nicht verfehlen. Da hat es mich selbst auf in die Luft gejagt. Okay, was kriegen wir Schönes? Ich spreng das mal kurz, bevor ich hier Probleme gleich kriege. Habe ich ein bisschen Angst gerade. So. Ach, den Block. Der ist nice, aber nichts für jetzt. Nix für jetzt. Keine Sache für jetzt. Schade. Blöd jetzt wegen Engelraum. Ich darf nicht mehr getroffen werden. Ich bin schon wieder auf dem Punkt, dass ich schon wieder nicht mehr getroffen werden darf. Das ist natürlich jetzt doof. Das ist jetzt sehr doof, ne? Okay. Ah, das ist jetzt auch ein Raum, wo ich eigentlich nicht getroffen werden dürfte. Wenn mir das nicht passiert, wäre alles gut gewesen. Okay, Sticky Feet. Ist auch nicht so nice, aber auch nichts Schlechtes. Ach Mann, mein schöner Engelraum hat sich schon wieder verabschiedet. Aber mein Shop ist noch im Rennen. Ah, ich dachte, der trifft mich. Alter. Also schlüsseltechnisch sind wir ganz gut dabei. Ach, jetzt ist natürlich ein Item, was ich nicht sehe. Ah, ja, ich nehme es auf jeden Fall. Ich nehme es auf jeden Fall, aber... Es ist halt ein Item, was ich nicht sehe. Mystery Gift, das gucke ich mir kurz an. Es ist einfach was ich öffnen kann, so One-Time-Use. Sieht aus wie One-Time-Use. Kommt aus Afterbirth Plus. Spawns a random item from the current room's item pool. Okay, es spawnt, je nachdem, wo man sich aufhält, ein Item, was man dort bekommen könnte. Das heißt, ich sehe es eh nicht, was es ist, ne? Aber ich könnte hier praktisch die Flamme bekommen. Oder der Pup. Das geht natürlich auch. Kannst du behalten. Es war ein Versuch. Naja. Schlechter Versuch, würde ich sagen. Ich bin reingelaufen. Kann doch nicht wahr sein. Wer ist denn so doof und läuft da rein? Mensch. Was sagen wir zum Itemraum? Da nichts, sagen wir. Da sagen wir aber. Könnte ja sein. Sieben Schlüssel. Ah, ich bin schon wieder bei dem Typen, der kann coole Sachen droppen. Nee. Ich trau mich nicht. Ich will meine Schlüssel behalten. Aber der kann coole Sachen droppen. Oh, noch ein Schlüssel. Liebe Geschichte. So, Bossfight. Okay. Der ist zumindest nicht schwierig zu treffen. Ja, der hat seine anderen Probleme. Ja. Ich muss halt ausweichen. Okay, mach rein, mach rein. Sehr schön. Und ich mach weg. Oh, der Engelraum hatte ein Nachsehen mit mir. Unfassbar. Und ein HP abkam auch noch dazu. Und wir haben genug Bomben für die Feuer. So, was gibt's hier Schönes? Tears up, you feel forgiven. Okay. Nix. Ah, Tears up und Eternal Heart. Ich habe Eternal Heart bekommen. Ich krieg noch ein HP ab mit. Sehr gut.
Sehr nice. 5 Herzen. Ein blaues. Das war blöd. Du blödes Mist. Du. Alter. Schon Speeddown. Okay. Meinetwegen. Ey, das war ja gerade wieder richtiger Müll. Real Talk. Nein, der verfehlt. Jetzt hat er den. Hat er den erledigt. Also, ich. Man könnte jetzt sagen, die Zusammenstellung der Items ist nicht ganz so günstig, wenn man diesen Effekt hat, den es hier bei Onan Streak gibt. Aber so insgesamt ist es schon keine schlechte Zusammenstellung, würde ich sagen. So, es hat seine Nachteile. Das gebe ich gerne zu. Der Effekt hat seine Nachteile. Aber, wie gesagt. Oh, es ist schon wieder. Ich habe ja schon wieder den. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ich sehe ja schon wieder die Items nicht. Come on. Dann laufe ich ja wieder Gefahr, irgendwas einzusammeln, was kacke ist. Das ist natürlich kritisch. Ach, geh heim. Alter. Okay, zum Glück haben wir noch ein paar Schlüssel. Okay. Kannst du das mal lassen? Aber die tut mir nichts, oder? Ich habe wegen der so viel mehr jetzt verloren als... Oh, ich könnte schon wieder... Oh mein Gott. Die Rettung. Die Rettung. Ich muss nicht mehr schießen. Ich muss nicht mehr schießen. Die Rettung. Ich muss nicht mehr schießen. Yes. Ich kann einfach gedrückt halten und muss nicht mehr schießen. Yes. Jetzt nur. Oh Gott. Jetzt schnell in den Shop die beiden Items kaufen. Mama Mega. Sieht auch nach einem One-Time-Use-Ding aus. Was tut es? Mama Mega. Habe ich noch nie gesehen. Ist das neu? Nein, das ist ein Afterbirth Plus-Item. One-Time-Use, that when used will explode all objects in the room and deal 200 damage to all enemies in the current room. As well as every other room for the remainder of the floor. Also opens the boss rush door. Blue room door. Secret rooms and super secret rooms. Junge. Das lässt sozusagen alles in die Luft fliegen. Und da ich es nicht mitnehme, weil ich das Buch mitnehmen muss, setze ich es natürlich ein. Ich weiß jetzt nur nicht ganz, ob ich da irgendwie in der Nähe sein darf, wenn das Ding in die Luft fliegt. Ach so. Ja gut, dann haben wir das jetzt mal gesehen. Und überall, wo ich jetzt reingehe, wo irgendwas war, was explodieren könnte, da ist das jetzt praktisch explodiert. Bibel. Bibel gegen Mom, Bibel gegen Herz. Aber an sich, wenn wir damage-technisch unterwegs gut sind, sollte das passen. Ah, Mann. Jetzt sind wieder so echt schwierige Entscheidungen. Bin ich ganz ehrlich. Bibel ist jetzt echt so eine Sache, wo ich sage, okay. Na, das hier. Das ist jetzt der Effekt. Holy shit, ist das nice. Wusch. Wie so eine Schallwelle. Awesome.
Dann lass mich mal kurz hier überall alles aufräumen, weil der räumt, der öffnet auch den Dingsraum. Ja, genau, den nämlich. Alter! Und der hat nochmal ein Item für uns. Steam Sale. Zu spät. Stabil ist zu spät. Okay. Damage und Range up. Jesus Juice. Nice. Oh, ich bin ganz schön langsam. Warum war ich denn so langsam? Das war ja kritisch. Hallo? Ah, das Damage-Up ist sehr nice gerade gewesen. Jetzt räumen wir hier auch noch auf. Ah, da war nichts weiter. War hier noch irgendein Pilz oder so? Da war auch nichts weiter. War hier noch ein Pilz oder so? Nein. Alter, das ist so ein geiler Effekt. Ich finde es... Alleine dadurch, dafür finde ich schon wieder die Challenges halt cool, dass man so diesen ganzen Schmarrn kennenlernt, den man sonst nicht kennengelernt hätte, ne? Wusch! Jo, das räumt einfach komplett auf, dieses Ding. Dieses Ding räumt einfach komplett auf. Und es öffnet, wie gesagt, auch dann eben Bosswasch und so weiter. Yo! Alter. Komm, HP ab. Passt. Ganz knapp daneben. Scheiße. Okay, die schießen noch. Muss ich aufpassen. Alter, da sieht man mal, wie weit weg dieser andere Geheimraum sein kann, ne? Insane. Ah ja, gut. Dann spiele ich halt nicht damit. Ist in Ordnung. Jetzt nehmen wir mal den Fischkopf mit. Oh, vorsichtig. Hier treffen lassen wir jetzt super dämlich. Das Einzige, worauf ich jetzt achten muss, ist nicht die Taste loslassen, die schießt. Weil dann schieße ich halt meine Schokolade. Und wenn die dann nicht trifft, ist doof. Aber alles andere geht voll fit. So, tschüss. Oh mein Gott, es ist so gut. Oh mein Gott, es ist so gut. Holy shit. So. Nein, nicht... Kann man mir mal erzählen, warum ich so blöd bin und mich von sowas treffen lasse? Kann man mir das mal bitte erzählen? Please? Oh, nice. Finde ich gut. Stabile Explosion. Yo, das ist Chaos. Ich muss es kurz exakt nachlesen. Chaos verändert die Item-Pools. Und zwar so, dass wenn ein Pool aufgebraucht ist, zum Beispiel der Shop-Pool, kommen stattdessen HP-Ups. Wenn ich also im Shop sozusagen alle Items kaufe, die man im Shop bekommen kann... Nee, oder? Bekommt man dort HP-Ups? Aber gleichzeitig macht er doch auch, dass überall alles andere auftauchen kann. Also, dass ich im Shop zum Beispiel auch Satan-Deal-Items kaufen kann. Ich glaube, so rum war es doch auch. Warte, ich bring gerade... Ich vermische gerade Dinge. Aber so in die Richtung war es. Ich muss ganz kurz Chaos nachlesen. Eine Sekunde. Chaos, where are you? Du musst da oben irgendwo sein.
Du bist so ein dunkleres Item, so ein dunkelrotes Item. Dann bist du doch nicht da oben. Also du bist auf jeden Fall ein Rebirth-Item. Das ist hundertprozentig sicher. Also muss ich bei den Rebirth-Items nach dir gucken. Oder ich gebe deinen Namen einfach ein. Ich weiß ja, wie du heißt, Chaos. Redet ihr auch immer mit Items? Nee, Chaos ist ein Afterbirth-Item. Ja, moin. When picked up, drops between 1 to 6 random pickups on the floor. Ah, okay, er droppt erstmal Pickups. Und alle, genau, alle Pedestal-Items werden von einem zufälligen Pool gewählt. Ach so, nee, das war das. Hatte gar nichts mit HP ab danach zu tun. Ha, okay. Ui, ich hab die falsche. Ich hab bewusst schöne Taste gedrückt, weil ich wusste ja, wenn ich den Startdings ausmache, ne, dann muss ich schießen. Das war die falsche, deswegen bin ich da rausgelaufen. Ich bin gelaufen anstatt. Ach Mann, ey, wie dumm. Eigentlich nicht lustig. Ist halt riskant, es sich zu holen jetzt auch noch. Das kommt noch dazu. Ich spreng jetzt mal hier oben, weil der Typ könnte mir auch noch Münzen geben. Dann ist die Sprengung zumindest nicht ganz umsonst. Selbst wenn es schief geht. Aber ansonsten bin ich jetzt eigentlich ein bisschen skeptisch, ob ich mir das Herz hier holen, ob ich mir das hier riskieren soll. Ja, okay. Es hat mir... Hat mir leider... Okay, ich habe den Fool. Falls ich irgendwo in eine komische Situation komme, kann ich mich rausporten. Naja. Ne? Naja. Nicht jetzt die beste Aktion gewesen. Nicht die beste Aktion gewesen. Gebe ich gerne zu. Übrigens, das Problem bei Tech 5 ist, dass es nicht immer schießt. Also das ist so ein bisschen zu... manchmal funktioniert es nicht. Deswegen schießt er so unregelmäßig. Das bin nicht ich. Das ist der Effekt von Tech 5. Es schießt so ein bisschen unregelmäßig. Das ist das Ding. Wollte ich nur gesagt haben, dass ihr nicht denkt, so, wieso schießt der Typ so unregelmäßig? Nein, das bin nicht ich. Das ist Tech 5. Könnt sonst normalerweise bin es natürlich immer ich, aber in dem Fall bin ich es nicht. Okay. Da haben wir eine Aufladung. Das ist gut zu wissen für den Fall, dass wir irgendwo dann doch mal der Meinung sind, wir müssen jetzt unbedingt. Das gibt mir, glaube ich, die Chance auf Eternal Hearts, richtig? Das gibt mir, glaube ich, die Chance auf Eternal Hearts. Wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, gibt es mir die Chance auf Eternal Hearts. Wieso habe ich den Fischkopf mitgenommen? Was war das eigentlich für eine dumme Idee? Ich habe da nicht mitgedacht. Ah, nee. Ich heile, wenn ich Türen öffne. Also mit einem Schlüssel. Und zwar ein halbes Herz. So, jetzt richtige Taste drücken. Den gönnen wir uns. Ich muss nur kurz gucken, ob ich hier irgendwo einen Stein habe, den ich sprengen wollen würde. Ich sehe aber kein Kreuz auf irgendeinem Stein. Und er macht, Achtung, guckt mal auf das halbe Herz. Er macht das Herz voll. Macht er nicht. Ach so, halbe Herzen, die man aufsammelt, würden wahrscheinlich zu Ganzen werden oder so. Weil es hieß gerade, changes all half-wet hearts to full hearts. Vielleicht die man aufsammelt. Bin mir nicht sicher. Das war doof. Also es wäre mir schon sehr recht, wenn ich jetzt hier nicht drauf gehe. Der Trip hatten wir ja eigentlich schon. Schlimmer wäre jetzt HP down, aber so viel Pech werde ich nicht haben. Wir probieren es einfach aus. Okay. Man weiß es nicht.
Weg mit dir. Da gehen wir nicht rein. Wo ist mein Itemraum? Oh je. Kann ich mir erstmal diesen... Oh, der halbe Dice. Vorsichtig, Kollege. Ah, da ist mein Itemraum. Ah ja, da ist mein halbes... Vielleicht wäre es normalerweise jetzt ein halbes Herz gewesen, man weiß es nicht, ne? Könnte es sein. Ich spreng mal ein paar Totenköpfe da, wo relativ viel rauskommt. Mit Glück. Kommt nämlich was Cooles bei raus. Könnte man nachher spielen. Könnte man nachher eine Runde spielen. Du kannst... Dich kann ich einsammeln. Ja, jetzt kann ich ja sowieso. Jetzt ist ja egal, ob ich mit anderen Tränen irgendeinen Blödsinn mache, oder? Jetzt gibt es, glaube ich, kein Item mehr, was mir so richtig den One verhageln kann. Jetzt warten wir noch auf den Shop. Wenn der Shop nichts ist, würde ich noch ein paar blaue Herzen versuchen zu erspielen. Gut, die kommen auch von selbst zu mir. Auch eine schöne Sache. Okay, hier geht's nicht weiter. Kurz Steine gucken. Sehe aber nix. Hoffe, ich bin nicht wieder blind. Wie lange nehmen wir eigentlich schon? Okay. Wieder ein Stundenpart. Es ist schon wieder dieser Stundenpart. Shop. Nee, Boss. Da auch fast das gleiche. Gehen wir erstmal kurz zum Boss. Können wir auch erst machen. Ist ja in dem Fall egal. Es ist ja noch nicht warm. Dann legen wir den erstmal auseinander. Ich muss die Viecher da loswerden. So ist gut. So ist gut. Da unten die Viecher loswerden. Gleich loswerden. Schön alles loswerden. Jawohl, so ist gut. Geh da rein. Sehr schön. Das war dann auch die Geschichte. Sehr gut. Okay. Dann jetzt noch Shop suchen. Das will ich noch schnell machen. So viel Zeit muss sein. Ah, hier drüben waren wir noch nicht. Richtig. Ja, da ist mein Shop. Okay, sehr schön. Der kriege ich... Wait, das ist ein Gegner. Das andere ist... Nee, das ist auch ein Gegner. Ich wollte gerade sagen... Nee, das ist meine. Nee, das ist ein Gegner. Meine hat so ein rotes Ding drauf. Genau. Sehr gut. Ah. Nicht ganz so gut, aber ich meine, es war allein schon dafür gut, dass wir Dings gemacht haben, dass wir uns damit geheilt haben, wieder für ein halbes Herz. Also es ist ganz gut so geweiht. Es ist soweit ganz okay. Gehen wir. Wir haben hier in der Ebene nichts mehr zu tun. Wir haben The Fool dabei. Ich würde jetzt dann trotzdem... Wir spielen mal bis 15, weil 15 brauche ich, wie gesagt, für ein Item im Shop. Für den Fall, dass da noch was bei rauskommt, wäre es ganz cool, ne? Und wir haben ja auch den Steam Sale. Das ist ja das Ding. Wir haben ja auch den Steam Sale. Das heißt, ich würde schon... Dann kann ich eigentlich sogar weiterspielen. Jetzt krieg ich Herzen. Okay. Wir lassen es mal dabei. Wir lassen es noch in die Luft fliegen. Vielleicht kriegen wir noch eine Münze oder so. Jawohl. Und die Bombe kriegen wir sogar wieder zurück. Von daher passt die Geschichte. Gut. Abflug. Ich bin für die Ebene soweit zufrieden. Hätte an manchen Stellen nicht so schlecht laufen können, weil ich ein paar Herzen verloren habe. Aber okay. Wir gehen schon mal rein. Wir gucken schon mal, was es hier so gibt. Okay. Gut. Haben wir verstanden. Okay. Dieses Ding, dieses Fass darf ich nicht sprengen, weil der wird böse, wenn man den sprengt. Den will ich nicht sprengen. Oh, nice. Hier gibt's Geld.
Hier gibt's schönes Geld. Und Energie. Aber erstmal Geld. Nice, 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 nice. Und merken, da unten ist ein Herz. Oh, nice. Sehr angenehm von hier aus. Okay, das ist wirklich auch wieder so das Item, das einfach den One rettet. So, du hast bei den Challenges, hast du einfach immer Items, die den One einfach retten, ne? Und in dem Fall brauchtest du halt ein Item, was sozusagen dafür sorgt, dass du nicht schießen musst, deine Tiers. Und das ist zum Beispiel dieses hier. Ich finde das sehr, sehr stabil. Das ist das Rettungsitem dieser Challenge. Ich kann es immer noch versauen. Will ich gar nicht bestreiten. Ich kann es immer noch versauen. Es ist relativ einfach, es noch zu versauen, muss ich mal dazu sagen. Es ist wirklich noch relativ einfach, es zu versauen. Und was haben wir hier? Tour of irgendwas? Tour of Diamonds. Gut, dann behalten wir das mal. Das ist natürlich sehr gut für Shop und alle anderen Sachen auch. Ne? Die Maschine vor allem. Dafür ist es auch sehr gut. Okay, Vorsicht. Sehr gut. Aber Tour of Diamonds setze ich natürlich erst ein, wenn ich komplett alles durch habe. Ist logisch. Ah, der macht nichts. Das ist einer, der einfach nur rumläuft. Und mich ärgern will. Aber effektiv macht der nichts, außer mich rumzuschieben. Na, geh halt auf jetzt. Ach, Dude. Dankeschön. Oh, ein schwarzes Herz gibt es dafür. Sehr schön. Vorsichtig. Scheiß Brimstone-Viecher. Hasse euch. So. Dann habe ich noch das hier für Sie. Oh, okay. Guter Raum, denn ich bekomme sowohl Shop- als auch Itemraum. Flamboyant Protector. So, ich sehe hier, wäre so ein Fass, was ich verschieben kann, aber... Wir verschieben jetzt nichts. Ich wollte nur gucken, ob da ein Trinket drin ist, vielleicht ein nützliches. Aber das Trinket, was ich gerade habe, ist eigentlich für mich relativ nützlich. Muss ich ja gestehen. Okay, den Helm können wir mitnehmen, der zeigt mir den Itemraum, die Geheimräume. Warum nicht, ne? Nehmen wir noch einen Schlüssel mit. Ach, ich hätte erst Tour of Diamonds. Ja, sorry. Bin blöd. Ich bin ein bisschen stupid. Was ist das? Das ist ein HP-Up? Ach, Card Against Humanity. Ja, komm, wenn ich sie schon einsammle, dann setzen wir sie auch ein. Hui! Oh, lol. Oh, lol! Die Kombination des Trinket I Feels Lucky jetzt noch zu bekommen. Das ist jetzt natürlich cool. Okay, ich schieß mal kurz normal wieder. Jo, schaut mal, wie gut meine normalen Schüsse sind gerade schon insane. Wir sind böse im Modus, Leute. Oh. Das war nicht so klug. Aber das Gute ist, ich kann hier die ganzen Herzen spawnen und dann kann ich nämlich bei der Maschine, bei der Herzmaschine, kann ich dann spielen und auf dem HP abhoffen. Ups. Ah, Moment, dann muss ich aber erst die blauen Herzen dadurch verlieren. Ist vielleicht nicht so geil. Jo, aber unser normaler Schuss ist halt auch gerade schon damage-technisch insane. Ach nee, geht es überhaupt auf die blauen Herzen und das nimmt, glaube ich, sofort rote Herzen, ne? Wenn ich mich richtig entsinne. Ich glaube, das nimmt sofort rote Herzen. Wir werden es ja gleich testen. Wir werden es ja... gleich sehen. Wir werden gleich schlauer sein. So, jetzt brauche ich noch gar nicht die Tour of Diamonds einsetzen, weil ich, wenn ich sie jetzt einsetze, würde ich einfach Münzen verlieren, die sonst doppelt sind.
Ey, das war cool, dass wir jetzt in dem Haufen an Häufchen, Alter, in dem Haufen an Häufchen, dass wir da jetzt praktisch, oh lol, oh lol. Gibt ja noch mal mehr Kohle jetzt, Lul. Dass wir da jetzt praktisch so viele. Nee, ich wollte das Trinket sagen. Das Trinket mit dem Lucky Dings. Na, dass wir dann aus Haufen Items rausbekommen können. Das ist halt sehr, sehr gut. Ach, wisst ihr was? Wir haben so viele blaue Herzen. Was soll schon schief gehen? Ja, perfekt. So, ich bin leider recht langsam unterwegs, das muss ich gestehen. So, klaut ihm jetzt blaue Herzen oder gleich die roten? Der schnappt sich gleich die roten. Okay, perfekt, passt. Mit Glück kriege ich einen HP ab daraus. So, jetzt spielen wir erstmal eine Runde. Wir haben so viel Kohle. Wie viele Herzen liegen da oben? Bin mir nicht sicher. So viel dann sind es dann länger leider doch nicht, ne? Dann willst du aber das Child's Heart lieber wieder mitnehmen, dass wir mehr Chancen haben, rote Herzen zu spawnen. Dann würde ich noch ein bisschen Räume ablaufen, in der Hoffnung, dass wir rote Herzen bekommen. Dann würde ich die roten Herzen abzählen, sodass wir nicht mit einem Verlust hier rausgehen. Okay, das sollte ein Raum sein, der funktioniert. Ohne Energieverlust. Wenn ich nicht komplett dumm bin, müsste der passen. Und da ist kein Herz gespawnt. Schade. Ist aber okay. Ist okay. Muss kurz die Herzen da oben zählen, das ist alles. Muss kurz die Herzen da oben zählen. Vorher gehen wir noch hier rein. Ach, geh. Okay. Gut, jetzt sammle ich es eh gleich ein. Okay. Das war blöd. Ja, da wir Soulheart Chancen haben könnten, werde ich hier sprengen. Dann halt nicht. Okay, da ist dann der Bossraum. Hier muss man also sowieso lang gehen, das ist in Ordnung. Wenn wir da sowieso lang gehen mussten, dann ist das voll okay. Und da oben ist mein Geheimraum. Am besten ist das jetzt so eine Herzkammer. Na, nicht ganz. Das ist nur so ein Aufladedude. Der interessiert mich nicht. Keine Ahnung, ob der auch irgendwann sozusagen sagt, okay, ich hau ab. Du kannst den Rest haben. Ah, hier unten kann ich noch rein. Sehr schön. Da gibt es noch mehr Möglichkeit auf blaue Herzen für mich. Ja, oder nicht. Jetzt könnte ich eigentlich erst den Dings wiederholen und dann hier, ne? Aber ganz ehrlich. Ich renne jetzt nicht extra bis zum Shop hoch. Nur auf die etwas höhere Chance, dass aus den wenigen Häufchen was rauskommt. Nachher kommt dann nichts und dann habe ich Zeit verschwendet. Das ist dann auch dumm. So, wir haben alle Räume gesehen. Wir haben alle Räume gesehen. Jetzt Herzen zählen. Jetzt Herzen zählen. Ist hier noch was drin? Nein. Okay, gut. Perfekt. Also. Hier liegen verdammt viele Herzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,5 zähle ich. 6,5. Ich kann fast die Herzen komplett leer machen und gehe trotzdem mit voller Aufladung zum Boss. Wenn das nicht stabil ist, weiß ich auch nicht.
Oh, und da unten ist ja auch nochmal was. Was war da unten nochmal? Auch nochmal ein Herz. Gut. Ja, dann können wir ja wirklich fast komplett spielen. Es ist das HP ab. Win Situation. Nice. Ja, brauche ich die Herzen jetzt auch nicht mehr einsammeln. Bin ich voll. Das HP ab hat mich gefüllt. Okay. Jetzt brauche ich aber die Two of Diamonds auch nicht mehr. Was nehme ich jetzt mit? Nehme ich The Fool mit oder nehme ich die Two of Diamonds mit? Ich nehme die Two of Diamonds mit, oder? Ich meine, wir könnten noch Battler bekommen und so Zeug. The Fool würde mich halt einmal aus einer Situation rausporten, aber ich will am besten gar nicht erst in eine brenzliche Situation reinkommen. Also ich nehme Two of Diamonds mit. Ich hoffe, das ist die bessere Entscheidung. Wir werden sehen. Abflug jedenfalls jetzt. Und wir nehmen das Child's Heart mit, weil es callt, wie gesagt, seine Brüder. Und das sind andere Herzen. So, Mom. Legt schon mal selber Herzen frei. Das finde ich gut, dass sie so kooperativ ist. Sie leckt auch ein bisschen. Das ist auch in Ordnung. Wenn sie da Bock drauf hat, darf sie gerne lecken. Ja, es ist der rote Fuß. Das heißt, es kommt nur... Ja. Es kommt nur ihr Fuß. Und es kommt die Tür nicht. Das ist sehr angenehm. Ein Engelraum! Womit habe ich denn das jetzt verdient? So, jetzt nachgucken. Was macht der Gehstock und was macht die Fliege? Ah, der Gehstock ist ein Active-Item und erlaubt mir, Brimstone einzusetzen für den Raum. Das lassen wir mal schön sein. Ich brauche mein Buch. Und die Fliege? Sieht gar nicht aus wie ein Angel-Room-Item, die Fliege, ne? Ach so! Sieht gar nicht aus wie ein Angel-Room-Item. Ja, ich habe ja auch Chaos eingesetzt. Ach ja, na gut. Na gut. Na gut. Wir nehmen die Fliege mit. Das war wieder der falsche Knopf. Aber was soll's, ne? So. Zwei Möglichkeiten noch zu sprengen. Nice. Nicht so nice. Ja, okay. Das mit der Fliege, ja. In dem Fall war es jetzt eigentlich blöd, Chaos zu nehmen, weil jetzt hätte ich zwei Engel-Items haben können. Aber gut, die habe ich jetzt leider dann doch nicht bekommen. Es ist halt so. So. Das Schöne ist... Aua. Ja, wenn ich jetzt getroffen werde, genau, dann geht jetzt der Attack-Fly los. Zum einen das. Und das Schöne ist, glaube ich, auch, solange ich... Nee, ist gar nicht so. Ich dachte... Ach, vielleicht geht es nur bei Tears. Vielleicht geht es nicht beim Laser. Kann sein. Ich wollte gerade... Ist egal, was ich sage. Einfach gar nichts. Dann blamier ich mich nicht. Oh, nice. Wir sind schon beim Boss. Perfekt. Die Ebene kann gar nicht besser laufen. Die Ebene kann gar nicht besser laufen. Das war die kürzeste Utero-Strecke überhaupt. Optimal. Und das ist ein Boss, der ist mit Tech 5 natürlich... Oh, wenn man nicht komplett dumm ist, ist der mit Tech 5 natürlich super angenehm. Super angenehmer Boss mit Tech 5. Wenn ich mal aufhören könnte, überall reinzurennen. Meine Güte. Ach so, ich wollte nämlich sagen, wenn man nämlich so ein Rotten Heart hat, für jedes Rotten Heart, was man hat, spawnen nämlich Fliegen, wenn man Gegner killt, habe ich soweit bisher verstanden. Und habe mich gewundert, warum es jetzt nicht passiert. Weil ich blaue Herzen davor hatte. Das gilt also nur, wenn man nur
Rottenharz hat und keine anderen Herzen. Okay. Keine Ahnung, was ich jetzt eingesammelt habe, aber ist sicherlich nichts Verkehrtes. Wir gehen weiter. Kurz noch Steine gucken. Ja, wir gehen weiter. Ich muss halt aufpassen, dass ich nicht zu schnell mit meiner Energie droppe. Yo! Und genau dafür... Genau dafür... habe ich einfach Two of Diamonds mitgenommen. Genau für solche Situationen. Können wir erstmal den Kackhaufen da wegmachen? Wobei, das stört mich eigentlich auch nicht. Das Ding geht kaputt, bevor ich überhaupt in die Situation komme, Two of Diamonds einsetzen zu sollen. Ihr wisst, was ich sagen wollte. Ich habe unendlich viele Bomben für die Ebene. Watch me having unendlich viele Bomben. Komm, wir machen mal hier schnell den hier mit ein bisschen. Lass mal hin und her wechseln. Oh, Tiersub sehe ich gerade. Nice. Kann man jetzt eigentlich noch ein zweites Mal das HP ab? Nee, kann man nicht, ne? Also die an der Maschine spielen jetzt wäre Schwachsinn. Seht ihr schon richtig, gell? An der Maschine, also an der Blutmaschine spielen oder spenden wäre Schwachsinn. Ich glaube, zweimal kann man nicht das gleiche HP ab. Na, danke. Da hat sich mein Rottenhart dann auch verabschiedet. Das war nicht so klug, aber egal. Komm, blaue Herzen könnten noch kommen. Oder natürlich dreimal Pretty Fly. So krieg ich kein Pretty Fly. Krieg ich gar nichts mehr. Wir verarschen hier. Yo, jetzt ist vorbei. Der hat keinen Bock mehr auf mich. Ja, jetzt hat er wieder Bock gehabt. Geh kaputt und da gib mir was Nützliches. Aber lass mich hier nicht 3 Jahre lang stehen. Luck up ist natürlich sehr gut. Das erhöht dann natürlich die Chance, dass ich hier Zeug bekomme. Glaube ich zumindest. Nice. Da ist es, was ich suche. Ich meine, die Herzen, die hier rumliegen, sind auch sehr gut für den Fall, dass wir jetzt öfter noch getroffen werden. Und solche Sachen passieren. Oh, das ist auch nicht verkehrt. Aber der explodiert auch nicht, ne? Der hat keinen Bock. Der zieht einfach durch. Der zieht einfach durch. Mist, der Part ist schon 1,5 Stunden lang. Weil wir am Anfang die ganzen Fail-Versuche hatten. Und jetzt ist plötzlich noch ein guter Versuch aufgetaucht. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war nicht der Plan. Nee. Wobei, kann man ja einsetzen. Vielleicht kommt die Karte dann wieder. Oh Mann, ey. Okay. Er hatte ein Einsehen und hatte keinen Bock mehr. Verstehe ich vollkommen. Gott. So, hier liegt jetzt ganz viel Kram rum. Wenn wir getroffen werden, können wir uns jederzeit aufladen. Das heißt jetzt nicht, dass ich deswegen super rücksichtslos spielen wollte eigentlich. Null. Das heißt es eigentlich wirklich nicht. Oh Mann. So, aber ich habe natürlich goldene Bombe. Das heißt, ich setze überall eine Bombe. In der Hoffnung, dass ich den Geheimraum finde. Ganz klar. Ich fliege! Seit wann fliege ich?
Was? Jo, seit wann fliege ich denn? Habe ich eine Beelzebub-Transformation gemacht? Das ist mir ja bald aufgefallen. Alter, ich bekomme überhaupt nichts mit in dem Spiel. Plötzlich fliege ich einfach. Ich glaube wahrscheinlich da, wo ich die Fliege eingesammelt habe. Weil was anderes habe ich ja seitdem nicht gesammelt. Ich glaube, da habe ich eine Beelzebub-Transformation gemacht. Das würde Sinn ergeben, weil Beelzebub kann fliegen. So, was haben wir hier Hübsches? So, eine Truhe, die explodiert. Das ist mit eigentlich der Schläger. Ja, wow. Also. Hätte ich mich jetzt auf den Raum gefreut, so im Sinne von, oh mein Gott, ich kriege ein geiles Item, wäre das jetzt somit die schlechteste Variante, die ich von dem Raum hätte bekommen können. Okay. Ich flieg einfach. Wow, was war das denn? Was war das denn für ein Rückstoß? Cool. Wo auch immer der herkommt. Cool. Muss auch irgendein Effekt sein, den ich habe. Keine Ahnung. Null. Ich bekomme ja gar nichts mehr mit. Oh, das hätte ich anders können. Das hätte ich anders machen sollen übrigens. Schlau wäre es gewesen, von oben hinzugehen, nachdem ich jetzt ja fliegen kann. Schlau wäre es gewesen, von oben hinzugehen. Nice. Bitte kein Ultra-Greed. Null. Ja, was soll ich denn jetzt hier rerollen? Wozu? Ich verstehe nicht, warum... Kann man ja nichts rerollen? Oder kann man dann die Items rerollen, die dann da rumliegen? Oder wenn er ein Item hätte... Hat er nicht. Also ich weiß nicht, was das Ding hier soll. Völlig Fehler. Nice. Nicht so nice. Noch eine. Die kommt nochmal. Ach nee, die habe ich erledigt. Cool. Gleich weg damit. Das Schöne ist ja, sollte ich in einem Raum kommen, der komplett scheiße ist, könnte ich mich auch einfach raussprengen. Ne? Ich habe hier unendlich viele Bomben. Das heißt, ich könnte mich jederzeit raussprengen aus... Oh, okay. Er kann genauso nicht schießen, wie ich genauso nicht schießen kann. Da war schon wieder dieser Backslash-Effekt. Wo kommt denn der her zur Hölle? Da hat irgendein Item, muss ich da eingesammelt haben, was diesen Backslash-Effekt hat. Ich habe keine Ahnung, welches. Okay. Ich habe jetzt auch kein Kreuz gesehen. Ich dachte aber, ich probiere es mal. Falls ich wieder blind bin. Ich sehe auch hier kein Kreuz übrigens. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass da der Boss ist. Lul. Aber es ist okay. Da wollen wir ja eh rein. Ja, dann nützt mir die ganzen Herzen aus jetzt auch nichts mehr. Aber das passt. Ach, macht es die Fliege, diesen Bags? Es ist eine Scheißegal. Alter, die Fliege wehrt alles ab auch noch. Yo, die Fliege ist ja insane. Wir haben ja nur geilen Stuff bekommen in dem One. Wobei eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, ist der One so richtig geil eigentlich wirklich erst mit Dings geworden. Mit hier, weißt du schon. Mit Tech 5. Mit Tech 5 ist der One halt so richtig insane geworden einfach. Pures Glück. Pures Glück. Jetzt will ich es einfach auch wissen. Jetzt will ich es einfach auch wissen. Jetzt nehme ich alles mit, was ich kriegen kann. Why not? Why not? Alter, die Fliege wehrt einfach alles ab. Die ist OP. Die lila Fliege ist böse OP. Die kriege ich bestimmt im normalen One, kriege ich die bestimmt super selten. In Challenges kriegt man so einen Kram halt. Oh, ich habe den nicht gesehen, den Typ. Ups. War blöd, aber ist egal. Ah, können wir einfach bitte ganz schnell zu Isaac kommen? Ich will jetzt eigentlich gar nicht hier lange... Alter! Ich will hier eigentlich gar nicht lange ewig rumspielen, bin ich ganz ehrlich. Weil der Part ist halt eh schon lang genug. Ne? Und wir... Ah, ich habe schon wieder vergessen, dass ich fliegen kann.
Der Part ist halt eh schon lang genug. Wir schauen jetzt zu, dass wir zu Eise kommen und dann ist gut. Yo! Was ist das für ein Effekt? Seit wann habe ich den? Ich weiß, das sieht so cool aus. Aber der ist mir vorher nie aufgefallen. Also muss ich den vorher nicht gehabt haben. Habe ich den auch durch Beelzebub? Und wisst ihr was? Da gehen wir jetzt so durch. Jetzt keinen Bock auf die Kollegen hier. Das machen wir kurz. Da passiert nicht viel. Hier, den machen wir auch ganz kurz. Gut, ich könnte jetzt natürlich, aber das lass jetzt wirklich sein. Oh nee. Nutzloser Scheißreckraum. Oh, so nutzlos ist er gar nicht. So nutzlos ist er gar nicht. Ich bekomme meinen Fehler wieder zurück. Sehr gut. Oh, der ist böse in der Mitte. Der in der Mitte ist böse. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Du kannst mich mal. Ich habe den Raum geschafft, obwohl ich raus wollte. Okay. Auch interessant. Okay, Geheimraum gefunden. Nehmen wir den auch. Oh, ich sehe da was. Nehmen wir alles noch mit. Nehmen wir alles noch mit. Ja, okay. Okay, die Truhe nehme ich auch noch mit. Gar kein Problem. Die Truhe nehme ich auch noch mit. Sollte nochmal ein Bettler kommen für den Schlüssel, hätte ich was. Ich will jetzt wirklich einfach nur hier raus. Ich bin ganz ehrlich, ich will jetzt eigentlich einfach nur noch hier raus. Und den Part nicht länger machen als nötig. Ich denke, jetzt kann ich mit ziemlicher Garantie sagen, dass wir diesen Run schaffen werden, oder? Also sind wir jetzt mal ganz ehrlich. Okay, da habe ich jetzt wirklich keinen Bock drauf. Gehen wir nach oben. Yes! Richtige Entscheidung! Wir sind endlich beim Boss angekommen. Können wir jetzt mal das Ding in der Mitte erstmal wegmachen? So, tschüss, tschüss. Kein Geheimraum mehr hier zu sehen. Okay, Abflug. Yo, Isaac, na? Ich hab Bock. Du auch? Guck mal, die Flieger hat richtig Bock auf dich. Die Flieger hat so richtig Bock. Ich kann auch nochmal normal ein bisschen schießen auf ihn. Oh, Wir müssen es aber auch nicht übertreiben. Ah, da kommt manchmal so eine Faust bei den Tiers raus. Jetzt habe ich es gesehen. Und tschüss. Nice. Schöne Challenge. Danke fürs Zuschauen. Raus aus dem Part. War schon wieder lang genug. Sorry für Überziehen. Ich hätte halt nach ein paar Runs wieder aufhören sollen aufzunehmen und dann noch ein Partner, aber ich nehme halt immer ganz ein bisschen am Stück auf und dann sind es erstmal eigentlich ein paar Fail-Runs. In dem Fall hatten wir jetzt einfach mega Glück, dass dieser 5. oder 6. Onan-Streak-Run mir Tech 5 besorgt hat. Danach war Feierabend. Danke fürs Zuschauen und tschüss.